Hallihallo und einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. So, der Dennis misst jetzt aus, wie lang und breit unsere Terrasse sein soll. Jetzt sind wir mal hier auf die Breite des Hauses gespannt. Das war klar, das wusste ich von vornherein, ich habe messen müssen. 8 Meter sind das Haus. 8 Meter. 8 Meter, aber wir gehen ja hier wahrscheinlich komplett vor, ne? Ja, ich schreibe mir jetzt mal kurz das auf. Meine Kamera hat leider Probleme mit dem Fokus. Ich muss mal rausfinden, woran das liegt. Auf jeden Fall war ich stehen geblieben. Der Dennis hat jetzt Urlaub und Malia ist heute Morgen in der Betreuung. Und wir nutzen die Zeit, um Terrassenfliesen zu kaufen oder Terrassenplatten zu kaufen. Und haben auch da schon einen Handwerker gefunden, der uns die Terrasse anlegen wird. Wir wollten es erst selber machen, aber wir haben so eine große Terrasse und haben uns das einfach nicht selber zugetraut. Genau, deswegen haben wir jetzt jemanden, der das für uns macht. Und ich bin sehr gespannt. Also ich möchte irgendwie was Modernes, aber nicht zu modern, dass es auch zu diesem alten Stil passt. Ja, bin mal gespannt. Ja, Schätzle. Was? Ich will es, das ist schon modern, ist aber nicht zu modern. Was denn? Die Terrasse. Die Platten? Ja. Ja gut. Mal schauen. Können wir ja Dinge nehmen. Auf jeden Fall fahren wir wieder zum Terracotta. Benz. Nein, Terracotta nicht. Jetzt auf jeden Fall fahren wir wieder zum Benz Atelier. Dort haben wir ja unsere Fliesen für die Bäder. Weil die haben so eine große Auswahl und wirklich so eine tolle Beratung. Da fahren wir extra hin. Das ist auch von uns etwas entfernt, aber es lohnt sich. Und ja. Da können wir auch noch mal unsere Badfliesen anschauen. Die kommen bei uns auch irgendwann jetzt dran, oder? Das Gäste-WC kann man auf jeden Fall in den nächsten 1 bis 2 Wochen machen. So, ich bin jetzt bei Katrin. Wir legen heute Katrins Hochbeet an und ihr Tomatenbeet. Und das Tomatenbeet wird ganz neu angelegt. Also ich bin mal gespannt, ob wir das hinbekommen und ob wir die Schaufel bei Papa finden, weil wir brauchen da einfach so eine Schaufel, wo man das einmal umgraben kann. Oder rein theoretisch, Katrin, können wir einfach auch nur... Ach nee, wir machen das mit dem Umgraben. So, wir haben jetzt das Beet für Katrin angelegt hier. Das könnt ihr hier sehen. War eine ganz schöne Arbeit. Sieht gar nicht so groß aus, aber ja, da passen dann 6 Tomaten ungefähr hin. Und Katrins Hochbeet haben wir gefüllt mit der Erde. Und noch mit Kompo-Erde. Kompo-Hochbeet-Erde. Wir sind zusammen essen. Fleisch mal wieder, dein Fleisch. Und zwar türkisch. Ja. Oh Gott, das ist doch heiß. Oh, das ist zu geil. So, wir sind wieder zu Hause. Wir waren heute noch im Gartencenter. Und dann heute Abend noch mit Katrin und her Boyfriend essen. Und es war richtig, richtig schön, weil Lia ist jetzt im Auto eingeschlafen und ich werde jetzt ins Bett fallen. Ich bin so fertig vom Beet anlegen, vom Fliesen raussuchen und. Auf jeden Fall war es heute ein sehr produktiver Tag. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Gute Nacht. Sorte. Yum, 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 yum. Doch was der Fliege gar nicht passt, man hat sie in den Blick gefasst. Ein Mensch, oh nein, sie nimmt Reis aus, startet schnell mit Sausebraus. Braus, der Mensch holt aus, verfehlt sie knapp und leider. Nein, der Kuchen ist platt. So, wir sind jetzt unterwegs, Katrin und ich. Hallo, und es ist Samstag. Hallo. Malia ist auch mit dabei. Wir sind jetzt wieder beim Gartencenter. Gestern waren wir auch schon beim Gartencenter, aber heute kaufen wir noch ein paar Setzlinge, die wir nicht selber gepflanzt haben. Und vielleicht noch Erde nimmst du hier mit, oder? Ja. Genau. Und das machen wir jetzt. Ja. Hi, bist du fündig geworden, Schwester? Hi, ja, sehr exotische Dinge. Exotische Sachen. Das ist Salbei. Das ist geil. Riecht gut, gell? Mhm. Unser Einkauf. Also ich habe noch Hokkaido-Speisekürbis, Brokkoli mitgenommen. Und was haben wir noch? Ah, Pepper, Paprika. Genau, in Gelb. Das sind die kleinen. Ich habe die großen, normalen Paprika. Ah ja. Hat dann die normalen Paprika und dann hat sie auch noch so Pfirsichsalbei, der riecht richtig gut und Rucola. So sieht jetzt das Tomatenbeet von meinen Eltern und Katrin aus, das wir gerade anlegen.
Schwanz gefunden. Wir wollten eigentlich einen Gummihammer kaufen, ich habe den vergessen. Eine Steinschaufel, da spinnen was Hartes. Das Auto ist ganz voll beladen mit genau Erde und Pflanzen und jetzt packe ich mal alles aus. Hoch. Ja. Ja, dann komm. Maria, darfst du da oben drauf? Au. Also ich hole jetzt für das Hochbeet heute noch kurz Erde für mich. Das ist nochmal zum Gartencenter. Und das hier ist unser anderes Beet. Keine Ahnung, was wir da alles reinpflanzen, aber auf jeden Fall viele Beete. Und Dennis tut ja gerade unsere Tomaten und Gurken und anderen Pflanzen gießen. Und das ist die Feige, die wir gestern mitgenommen haben. Unser Feigenbaum, der kommt hier hin. Neben unsere Beete. Ja, hey, bleib nach oben, dann wirst du nass. Okay. Ich bin fix und alle. Oh mein Gott. Wie anstrengend kann Gartenarbeit sein? Leute. Übergehe ich jetzt noch kurz einkaufen. Ich hole was zum Abendessen und ich hole noch Erde für die Beete morgen, dass wir die vollends auffüllen können. Ich muss nur schauen, ob ich einen Euro habe für den Wagen. Ich hasse es immer, dass man immer einen Euro parat haben muss. Ich denke mir so, macht es doch uns allen einfacher und macht einfach ohne Geld. Ich habe, glaube ich, keinen Euro. Ja, genau. Das ist unser Abendessen. Es gibt Nudeln mit Hackfleisch und Sahnesoße. Maria auch. Gell, Maria? Komm schon näher her. Und Papa auch. Guten. So, ich habe mich noch ready gemacht. Tatsächlich kann ich heute auch noch so aussehen. Und wir gehen heute mit unserer Freundin Bella und mit Sarah zusammen weg. Ja. Und genießen den Abend. Ja. Und dann würde ich sagen, bis morgen. Gute Nacht. Gute Nacht. Ja genau, heute ist Samstag. Dennis und ich sind gerade dabei, hier die Hecke zu pflanzen. Meine Mama ist mit Malia im Wildpark das erste Mal mit meiner Mom alleine unterwegs. Sonst war Katrin meistens dabei. Und aber ich glaube, es klappt ganz gut. Bis jetzt hat sie mich noch nicht angerufen. Auf jeden Fall machen wir das jetzt. Unsere Terrasse wurde schon vorbereitet. Es wurde schon dieses Häuschen, was wir da hinten ums Eck hatten, also dieser überdachte Keller, wurde schon abgerissen und wird zugemacht und jetzt tut sich hier einiges. Und wir freuen uns einfach, wenn wir einziehen können, dass wir schon die Terrasse haben und dass wir den Sommer wahrscheinlich dann hier noch richtig schön genießen können und vor allem den Herbst dann auch. Von der anderen Seite haben wir schon gegeben. Ja, dann passt es. Hat auch gut schon. Wir haben jetzt schon hier den Graben gemacht. Die Erde kommt jetzt noch rein, die frische Erde und dann dürfen unsere Kirsch Lorbeerblätter einziehen. Kirschlorbeerpflänzlein einziehen. Das ist gleich eine Libelle. So Leute, ich habe jetzt auch noch den Rasen gemäht. Die Hecke steht. Malia schläft immer noch. Die schläft jetzt 2 Stunden schon im Buggy. Für uns Jackpot, für uns Abend. Abends kein Jackpot, aber für die Gartenarbeit war es jetzt richtig gut. Puh, ich bin heute am Schwitzen. Ich zeige euch mal das Ergebnis. Wir haben jetzt auch noch gemäht. Das ist ordentlich was zu tun hier. Hallihallo und willkommen zu einem neuen Tag. Wir sind heute im Haus. Ich wollte eigentlich mit Dennis den Zaun streichen bzw. ansprühen. Aber es hat angefangen zu gewittern, was auch ganz gut ist für die Pflanzen. Müssen wir heute nicht gießen. Übrigens bin ich gestern durch Zufall zu uns nach Hause gekommen, also hierher gekommen, nach dem Geburtstag von Eliana und dachte, komm, ich gehe noch gießen. Und zum Glück bin ich hierher, denn das Wasser wurde nicht abgedreht und ein Schlauch, den die Handwerker hier drinnen gebraucht haben,
hat Löcher bekommen und es hat komplett hier bestimmt 3-4 Stunden Wasser rein. Also es ist hier Wasser reingelaufen. Wir haben es heute Nacht alles trocken gerieben mit Handtüchern. Und ja, richtig Glück gehabt, haben heute gelüftet. Ich glaube, das ist jetzt nichts Schlimmeres passiert, aber ja, wäre das heute die ganze Nacht gelaufen und wären wir erst heute hierher gekommen, dann sähe das wirklich übel aus. Weil ich dachte, wenn wir jetzt heute draußen nichts machen können, zeige ich euch einfach mal den aktuellen Stand und drehe euch einfach mal um. Ja, wie ihr sehen könnt, wurde hier jetzt schon echt einiges vorbereitet. Davor sahen die Wände so aus. Hier unten könnt ihr es noch erkennen, hier unten in der Küche. Aber die wurden jetzt schon vorbereitet, um dann einfach nur, glaube ich, so mit einem Sprühgerät, das hier steht, den Putz an die Wände zu sprühen. Ja, richtig, richtig cool, wie ich finde. Und das ist ja hier unsere Fensterfront. Alles wurde dafür schon abgeklebt. Malia schläft übrigens im Buggy. Milo ist auch da. Und ja, dann kann bald hier der Boden rein. Ich weiß auch, dass das Gästeklo, das wird nächste Woche gefliest. Da können wir mal hingehen. Und hier kommt die Küche hin. Und die Küche, also die Insel, wird so groß wie hier oben. Unsere Dunstabzugshaube, die ist parallel dazu gebaut worden. Bin richtig gespannt drauf. Also ich glaube, das wird richtig cool aussehen. Und links ist quasi, wird dann die Speisekammer. Da kommt nur eine Türe hin. Und die Speisekammer auf. Und dann würden wir hier einfach nur Regale bis zur Decke haben. Und links vielleicht einen Staubsauger anschließen und Mülleimer. Noch separate Mülleimer, weil ich finde immer die unter der Spüle, die sind mir immer zu klein. Ja, und die Insel, die wird hier auch noch einmal ums Eck gehen, also quasi hier abschließend. So, so. Ja. Also quasi hier dieses Stück, bis hier steht die Insel dann. Hier kann man dann auch noch schneiden. Nein, ganz cool. Also echt so 30 cm hier schneiden. Schneiden. Und ursprünglich war geplant, dass hier dann noch eine Theke weiterführt von der Insel, aber es war uns aktuell zu teuer und man hier so eine Kaffeeecke machen könnte. Ja, aber das war uns dann einfach erstmal zu teuer. Also die Theke, die hätte dann, also extra nur die Theke, ich muss jetzt lügen, 6.000-7.000 Euro. Ja, da haben wir gesagt, nee, komm, das brauchen wir erstmal nicht, aber rein theoretisch können wir das noch machen lassen, nachträglich. Ja. Aber dann kommt erstmal hier, also an diese Wand, die konnten wir ja nicht entfernen, kommt hier erstmal so eine Sitzlounge. Da haben wir jetzt schon zwei Sessel, einen Marmortisch, wo wir Kaffee trinken und der Esstisch, der soll so 3 Meter wäre richtig nice, aber 2,5 Meter sein. Also 3 Meter wäre richtig toll. Da geht nämlich fast bis hier und dann einfach hier einen Raum rein mit 8 Stühlen. Stelle ich mir richtig nice vor. Und Wohnzimmer kommt erst bei unsere Couch rein und der Fernseher, mehr nicht. Alles andere kommt mit der Zeit. Ja, die Spots müssen wir noch aussuchen. Hier habe ich gerade gesehen, brauchen wir Aufputzspots. Die Decke hier außen wurde nicht abgehängt. Ja, ja, ja. Und hier kommt ja nur noch Parkett rein. Und ansonsten bleibt es von der Höhe. Richtig schön. Ja, die Treppe haben sie schon angefangen abzuschleifen. Ist gar nicht so einfach, kann ich euch sagen. Und die Haustür übrigens, die wollen wir erstmal so belassen. Ich wollte die erst weiß streichen, aber ich glaube, die ist ganz cool, wenn wir die einfach so lassen, wie sie ursprünglich war. Und weiß streichen kann man die irgendwann immer noch. Die Treppe wird ja komplett weiß sein. Darauf bin ich sehr gespannt. Und dann wird unser Gäste-WC, der Gäste-Dusch, WC, die ist nächste Woche gefliest. Das sind die Fliesen, die reinkommen. Hochglanz an der Wand und matt am Boden, damit es keine Rutschgefahr gibt. Aber die Fliesen finde ich auch richtig schön. Bin so gespannt, wie das hier drin aussehen wird. Und das ist quasi die Dusche, Toilette, Waschbecken. Und das Waschbecken wollen wir eigentlich Maß anfertigen lassen. Deswegen ist wichtig, dass das drin ist, dass wir das Aufmaß nehmen können. Ja, ansonsten sieht es echt schon mal richtig schön aus, oder? So ganz hell. Hier sind die Wände noch nicht vorbereitet. Hier seht ihr den Unterschied. Das ist vorbereitet da draußen und die sind noch nicht vorbereitet. Jetzt gehen wir mal hoch, oder Milo? Hallo! Komm jetzt mal.
So, jetzt gehen wir noch gerade hoch. Okay. Und da kommen wir zum Schlafzimmerbereich, das ist der. Und hier kommt eine Glasscheibe rein, von oben bis unten. Hier kommt das Bett hin. Hier unten ist der Stock. Finde ich besonders schön. Hier werde ich oft alleine schlafen, weil er dann mit Fellen schlafen kann. Nee, hier wird alles verdunkelt. Ja, und dann haben wir hier irgendwann einen Einbauschrank, unser Kleiderschrank. Mal schauen, was wir hier machen. Haben wir hier viele Möglichkeiten. Hier könnte man auch irgendwann, ein Büro hinmachen. Was? Falls wir das Bürozimmer für was anderes wollen, gibt es auf jeden Fall genügend Platz. Ja, aber richtig schön, finde ich. Gemütlich. Und da hat man Aussicht über Pforze, Leute. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Es ist jetzt ein Vlog über die Monate Mai und Anfang Juni geworden. Also ich habe immer mal wieder gevloggt und gefilmt. Ich finde das Videomaterial echt spannend. Also ihr habt so mitbekommen, wie unser Garten gewachsen ist. Ich zeige euch den Garten jetzt mal die Tage, wie er jetzt aussieht und wie unsere Terrasse aussieht. Es ist ja jemand da, der unsere Terrasse macht und anlegt. Heute kommen die Fliesen ins Gästebad an die Wand. Also der Handwerker wird mich gleich anrufen, wenn ich vorbeikommen kann, weil ich will unbedingt dabei sein. Also es passiert richtig, richtig viel und ja, macht richtig Spaß dabei zuzuschauen und ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen und ihr hattet Spaß beim Zuschauen und natürlich sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss!